So, dann darf ich Sie ganz herzlich begrüßen. Ich bringe Ihnen heute etwas vielleicht für Sie Neues, nämlich, dass die Nahrungsmittel eine bestimmte oder jedes Nahrungsmittel eine bestimmte Bedeutung hat. Haben Sie sich da schon mal mit beschäftigt? Stellen Sie sich bitte vor, einen riesen langen Darm. So, und den dekorieren Sie etwas hübsch. Und was kommt da raus, wenn man den ordentlich legt? Was kann man da sehen? Dann kann man ein Gehirn draus formen. Und das Gehirn ist letztendlich nichts anderes als eine Abbildung unseres Darmes. Das heißt ganz klar, dass wir sowohl mit unserem Gehirn Dinge verarbeiten, aber gleichermaßen mit unserem Darm auch. Und die Unterschiede der beiden Ebenen sind für mich praktisch nicht vorhanden. Wenn ich eine bestimmte seelische Situation habe, in der ich mich unwohl fühle oder in die ich rein will oder mit der ich mich beschäftigen will, dann werde ich Lust auf etwas bekommen, Lust auf ein Nahrungsmittel. Und dieses Nahrungsmittel hat dann diese Bedeutung. Diese Intuition und das Wissen um diese Dinge, die haben wir genauso, wie man es den Tieren nachsagt. Dass die Tiere wären viel schlauer als wir. Stimmt aber gar nicht. So, und wir wollen diese Themen bearbeiten. Jetzt habe ich mich so vorbereitet, dass ich Ihnen ganz kurz auch erkläre, was Krankheit ist. Ich hoffe, wir kommen durch, weil uns fehlen ja 10 Minuten. Oder Sie müssten etwas längeres Sitzfleisch haben. Ich versuch mal damit anzufangen. Also grundsätzlich ist Krankheit eine Disharmonie zwischen dem Innen und dem Außen. Und Krankheit ist nichts Böses, sondern Krankheit ist die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Wenn ich krank werde, sagt mir mein Körper, hallo, du bist jetzt reif genug, jetzt könntest du bestimmte Grenzen einreißen. Wenn ich Konflikte mit meiner Umwelt, mit Menschen, mit irgendwelchen Wesen habe, dann sollte ich sie lösen. Wenn ich das nicht tue, somatisieren wir, weil das gehört auf unseren Entwicklungsweg. Also die körperlichen Informationen gehören aufgelöst, wieder ins Bewusstsein zurückgeschickt und dann können wir konfliktfrei existieren und uns weiterentwickeln. Gesund ist der, der sich aus der Anpassung zur Individualität entwickelt. Haben Sie von diesen beiden Polen schon mal was gehört? Woher kommt die Anpassung? Die kommt aus unserer Urzeit, ohne Haar. Wir mussten uns früher mal gegen die böse Welt, gegen das Wetter, alles das, was uns bedroht hat, verteidigen. Und deswegen ist ein Thema entstanden, Gemeinsamkeit macht stark. Und viele Menschen haben diese Prägung, Gemeinsamkeit macht stark, auch heute noch. Unsere Entwicklung heute, wir haben jetzt fast 70 Jahre keinen wirklichen Krieg gehabt, unsere Entwicklung heute geht nicht mehr darum, etwas abzureißen und wieder neu aufzubauen und damit sich eine neue Position zu holen. Unsere Entwicklung geht dahin, dass wir über unser Bewusstsein uns zur Persönlichkeit, zur Individualität hin entwickeln. Jeder von uns ist anders und jeder hat das Recht dazu, anders zu sein. Also, wenn wir unsere Konflikte alle gelöst haben und uns locker weiterentwickeln, dann haben wir unsere Erlebnisse, die wir je in unserem Leben gemacht haben, die haben wir emotional entwertet. Alles das, was wir je erlebt haben, ist in unserem Gehirn gespeichert. Und zwar nicht nur die Sachen von diesem Leben, sondern wer will, auch die Sachen von früher, die spiegeln sich in den einzelnen Generationen. Wir haben uns die Familie ausgesucht mit bestimmten Seelen, die bestimmte Erfahrungen haben, weil diese Erfahrungen dieser Seelen mit uns konkurrent sind. Die geben uns Informationen und wir selber lösen es auf, wenn wir wollen. Hier haben wir einen wunderschönen Film, der das Homöopathische und aber auch das Lebensprinzip zeigt.
Und ewig grüßt das Murmeltier. Wir fangen immer wieder von vorne an und kriegen ein Stückchen, haben wir begriffen, noch ein Stückchen und noch ein Stückchen. Dann fangen wir wieder von vorne an und noch ein Stückchen. Das Ziel ist, dass wir letztendlich alles entwertet haben. Ist das für Sie so einleuchtend? Ja? Gut. So, wenn wir ganz schlau sind, sind wir auf der Bühne des Lebens und spielen unser Leben, so wie wir es uns vorgenommen haben, in großer Begeisterung. Und parallel dazu sitzen wir aber auch, ein Stückchen Seele von uns, im Zuschauerraum und wir beobachten uns und können unser Leben inszenieren und auch noch Spaß dran haben, weil wir wissen, dass unsere Seele eigentlich wertfrei ist und neutral ist. Und wir können uns von der Zuschauerseite her beobachten und wissen, dass das, was wir erleben, nicht endgültig ist, sondern dass wir alles das, was wir je erlebt haben, wieder auflösen können. Wenn wir das tun, kommen wir irgendwann mal runter vom Baum der Erkenntnis und wir wissen dann, dass wir das ganze Leben nur gemacht haben, um zu begreifen, wie das Leben an sich funktioniert. Und wenn wir das Spiel begriffen haben, gehen wir weiter, gucken uns vielleicht einen anderen Planeten an oder war ein bisschen Spaß dabei. Kann sich jeder so denken, wie er möchte. Also, alle äußeren Zustände spielen den inneren seelischen Konflikt wieder. Deswegen können wir, wenn wir unsere Umgebung einfach mal beobachten, können wir einfach sehen, wie es uns geht. Wenn wir Streit in der Umgebung haben, ist der Streit auch in uns. Wenn wir hingehen und auf jemanden anderen böse sind und den, mit dem irgendwas anstellen wollen, meinen wir eigentlich uns. Können Sie das aushalten? Alles das, was uns umgibt, ist praktisch von uns bestellt. Und wenn wir es dann begreifen, ist es eine ganz tolle Sache. Der innere Konflikt ist praktisch der Spiegel des Äußeren. Die geistige Auseinandersetzung macht uns dann irgendwann wert- und belastungsfrei. Jeder Stoff hat im Hintergrund eine seelische Bedeutung. Deswegen sind wir hier, weil wir die Bedeutung der Nahrungsmittel erkennen wollen. In jedem Nahrungsmittel ist ein Thema, was wir verdauen müssen. Sonst furzen wir rum. Da gibt es auch in der Sprache eine doppelte Bedeutung. Jemand, der ständig rumjault und ständig so schlechte Laune hat, dem sagen wir ja gelegentlich nach, mein Gott, furzt er wieder rum. Ja, damit haben wir im Prinzip die Verbindung zwischen unserem Gehirn und unserem Darm schon mal begriffen. So, haben wir mit einem Thema schon mal negative Erfahrungen gemacht, werden wir, wenn wir das Thema als Nahrungsmittel zu uns nehmen, ganz schlecht das verdauen können. Es wird uns Probleme machen. Also gehen Sie mal davon aus, alle Dinge, die Sie nicht vertragen können, sind seelische Themen, die Sie nicht verarbeitet haben. Können Sie damit leben? Hat jemand so ein Thema im Kopf? Was können Sie nicht vertragen? Bitte? Eine fette Ente. Okay, bleiben wir mal nur einfach bei der Thematik Fett. Das kommt gleich. Wenn Sie einen kleinen Augenblick Geduld haben. Fett ist etwas, womit man was überzieht, wo man etwas versteckt. Das sage ich jetzt schon mal. So, also hier noch einmal mit dem Gehirn verarbeiten wir. Und mit dem Darm verarbeiten wir auch. Ne? Sieht doch schon fast ähnlich aus. Gut, wir haben Lust auf etwas, deswegen essen wir das. Wir haben Lust auf ein bestimmtes Thema, weil wir uns damit auseinandersetzen. Dick sein hat nichts mit dem Essen zu tun, sondern hat etwas mit der Verarbeitung von bestimmten Themen zu tun. Sie sehen, ich kämpfe auch noch. So, jetzt kommen wir in die einzelnen Themen rein. Süßes ist das Thema Liebesersatz. Ist Ihnen das bekannt? Wenn ich viel Süßes esse, dann möchte ich gern angenommen und geliebt sein. Vergleichen Sie das mal mit dem Gefühl des Verliebtseins. Warum haben Sie Hunger, wenn Sie verliebt sind? Eigentlich nicht. Ne? Dann ist das Gefühl angenommen, akzeptiert zu sein, das ist damit schon erledigt. Und wenn wir viel Süßes essen, dann ist eben das Thema, dass wir und nicht angenommen sind, ist dann akut. Der Honig kommt von den fleißigen Bienen.
Und Honig steht tatsächlich für das Thema Pflichterfüllung. Weil eine Biene kann sich nur einmal wehren, zumindest dem Menschen gegenüber oder einem anderen Lebewesen gegenüber. Wenn man das ärgert, es fühlt sich bedroht, dann sticht die Biene und dann ist sie tot. Emotionale Aktivitäten darf eine Biene nicht machen. Die hat zu funktionieren und damit ist Sabbat. Nicht? Und der Bienenstock ist eine typische Frauengruppe, die das da hat, die Bienenkönigin das sagen. Also, wenn die Frauen regieren, kann es sein, dass die Verpflichtung zunimmt, während die Männer eher das Expandierende nach außen haben, aber eventuell auch die Gewalt. Nur als Ideenansatz. So, Schokolade ist ein sehr spannendes Thema. Wenn ich also einen Patienten habe, der sagt, ach, abends könnte ich eine ganze Tafel Schokolade essen. Ist jemand von Ihnen dabei, der das auch hat? Ja, das ist oft eine tiefe Sehnsucht nach Verbindung zum anderen. Ich sage manchmal meinen Schülern, Schokolade ist die materialisierte Form des Orgasmus. So, wenn nichts läuft, muss man halt Schokolade essen. Also, aber sehen Sie es etwas großzügiger. Es geht da nicht nur um die Sexualität, sondern es geht einfach um die Verbundenheit mit anderen Menschen. So, der Pudding steht für die Belohnung, für die Belobigung, gehört mit ins Süße und Babys essen gerne diese Konsistenz. Ja? Und wenn man denkt, ach, ich möchte jetzt auf den Arm, ich möchte auch lieb gehalten werden und ich will belohnt werden, das macht keiner, dann essen wir vielleicht einen Pudding. Das Saure ist das, was das Thema auch sagt. Es ist die Herausforderung im Leben. Jetzt gebe ich dem Saures, jetzt gibt es Konflikt, jetzt gibt es Ärger, jetzt gibt es Alarm. Und die Zitrone, Citrus vulgaris, steht für die Zwanglosigkeit, Leiden aus Überbeanspruchung. Also wenn jemand schuftet und schuftet und schuftet und völlig überbeansprucht ist und Sachen aber arbeitet, die er gar nicht will, dann wird er Zitrone zu sich nehmen. Als Kind habe ich total viel Zitronensaft getrunken, wusste das gar nicht, und zwar ohne Zucker, ja, damit ich es mir richtig sauer gab. Nicht? Das heißt, ich hatte etwas mitgebracht, wo ich mich überbeansprucht habe. Muss ich sagen, meine ganze Familie ist völlig anders als ich. Und das war ganz schön anstrengend, da zu bestehen. Habe ich schon geübt für die Kritik heute. Wenn welche kommen. Dann Pikantes steht für die Würze des Lebens. Da fängt das Leben an, interessant und spaßig zu werden. So, die Asiaten essen gerne scharf. Ja, die haben, stellen Sie sich mal vor, unter welchen Bedingungen die leben. Teilweise vier zusammen in einem Raum. Ja, da muss man schon alternativ irgendetwas Pikantes zu sich nehmen, um überleben zu können. Dann haben wir das Salz. In der Homöopathie ist das Natrium Muriaticum, das Festhalten am Alten. Und von unserer Sprache sagt, es ist das Salz in der Suppe. Also wenn wir das Thema Salz transformieren können und letztendlich aufhören festzuhalten, dann wird das Leben total lustig, spannend und aufregend. Deswegen ist Natrium Muriaticum ein wichtiges Kummermittel, was uns dann wieder ins Leben zurückbringt. Das Fleisch. Viele Menschen wollen ja jetzt kein Fleisch mehr essen. Ja? Und das steht für den Kampf, für die Durchsetzung. Wenn ich also Fleisch esse, will ich kämpfen. Und wenn ich das gut vertrage, schaffe ich das mit dem Kampf. Und wenn ich das nicht vertrage, dann habe ich Erlebnisse, wo ich den Kürzeren gezogen habe. Und wenn ich kein Fleisch mehr will, dann fange ich an, eine andere Lebenseinstellung, eine andere Lebensmotivation zu bekommen. Deswegen heißt wahrscheinlich das Buch von Dahlke auch Peace Food. Ja? Das Geräucherte steht für das Festhalten, die Stabilisierung, die Fixierung einer Situation. Also wer Geräuchertes möchte, hängt auch, ähnlich wie Natrium Muriaticum, nur noch viel, viel intensiver am Alten. Die Suppe, da hat mir jemand eine Suppe eingebrockt. Steht für ein einfaches, unproblematisches Leben, wo alles reingeschnibbelt ist und man eigentlich nichts mehr erkennen kann. Es ist der Versuch, möglichst alles einfach zu haben.
Der Fisch steht für das Mitschwimmen. Ja, also wenn jemand sagt, ich will keinen Fisch mehr essen, der mag nicht mehr mitschwimmen, der will nicht mehr mitmachen. Die ganze Tradition besteht zu großen Teil aus dem Mitmachen. Und wer sagt, nee, also ich bin Individualist oder ich werde dazu, der mag keinen Fisch. Bis auf einige wenige Ausnahmen. Welche sind das denn? Das ist der Lachs. Der Lachs, der schwimmt nämlich gegen den Strom. Ich habe öfter Patientinnen, die sagen, ich mag keinen Fisch, aber Lachs, das mag ich. Das heißt, ein bisschen trotzig gegen den Strom, da kann man üben, bis man wirklich das ist, das geworden ist, was das Innerste eigentlich aussagt, was ich wäre oder was ich bin. Dann haben wir die Eier. Die Eier stehen für das kreative Potenzial. Und da gibt es ein homöopathisches Mittel, nämlich Colchicum. Das gibt man den Frauen, die das vierte Kind haben, wenn die Schwangerschaftsübelkeit haben und die geht und geht und geht nicht weg. Dann sagen die sich, oh Gott, schon wieder ein kreatives Potenzial, was ich großziehen muss. Also wer völlig voll ist und wirklich nichts mehr Neues gerade machen möchte und nichts mehr Neues entwickeln möchte und sich mit neuen Dingen gar nicht beschäftigen möchte, der hat das Problem mit den Eiern. Den gekochten oder den gebraten. So, jetzt kommt ihr Fett. Das Fett steht für die versteckten Gefühle. Da packen wir die nicht bewältigten Gefühle weg. Insofern hat das Essen vielleicht doch manchmal etwas mit dem Dicksein zu tun, wenn wir immer wieder unsere Konflikte essen und beschließen dann, nee, kann man immer noch nicht bewältigen, dann bauen wir da eine Fettschicht drumherum. Und die Fettschicht, die müssen wir irgendwann mal wieder loswerden. Und was tut's dann? Dann kullern die Konflikte raus. Deswegen ist das Fasten manchmal auch relativ schwierig, weil dann der ganze Sermon, den man noch nicht bewältigt hat, auf einmal vor uns liegt. Und das kann manchmal etwas unfreundlich werden. Aber wenn es vorbei ist, ist toll, ne? Ich nehme an, dass die meisten hier schon mal eine Fastenkur gemacht haben. So, die Milch steht für das Thema Versorgung. Und zwar die Versorgung, die uns gebracht wird. Mama hat uns die Brust mitgebracht, da brauchten wir nicht hinterher zu laufen. Und wenn ich überhaupt gar keine Lust habe auf die Versorgung, die mir gebracht wird, also das, was mir als Versorgung praktisch aufoktroyiert wird, dann könnte ich kotzen bei Milch. Hat im weitesten Sinne auch mit einer Andersartigkeit, einer anderen energetischen, menschlichen Frequenz mit meiner eigenen Mutter zu tun. Das kann man mit einbeziehen. Also wenn ich auf Milch unangenehm reagiere, habe ich entweder negative Erfahrungen gemacht oder meine Mutter hat energetisch gar nicht gepasst. Kann es ja auch mal geben. Ja, wenn ich so bin wie mein Vater und die beiden Eltern sind nicht, die sind dazu zusammen, um aneinander zu lernen, dann habe ich Mühe, das in mir zu vereinbaren. Bitte. Wenn man Tee mit viel Milch nimmt. Ja, das ist der Fall. Also wenn man allergisch ist zum Beispiel, nimmt man in der ersten Phase das Thema ganz extrem zu sich. Wenn man nicht allergisch ist, kann das auch eine ganz tiefe Sehnsucht nach der Versorgung sein, die man also bekommen hat. Und das sind die Menschen, die ganz viel Milch wollen, die vielleicht sich nicht zutrauen, sich auf eigene Füße zu stellen. Ja? Wollten Sie das hören oder lieber nicht? Okay. Also bitte nehmen Sie es jetzt nicht wörtlich. Ja? Also lassen Sie sich nicht davon beeindrucken und beschließen Sie jetzt, irgendwelche Nahrungsmittel nicht mehr zu essen. Sondern beobachten Sie sich, wenn Sie Lust drauf haben, was mit Ihnen eigentlich seelisch los ist und überlegen Sie sich, wie Sie da vielleicht rauskommen aus der Situation. Das ist viel besser als Nahrungsmittel vermeiden. So, der Käse symbolisiert die vergorene, saure Versorgung. Die Zusammengehörigkeit ohne den wirklichen Zusammenhalt. Können Sie sich da was drunter vorstellen? Ja? Also, manchmal ist das Leben ganz schön Käse, ne? Weil man in irgendwelchen Gemeinschaften hockt, wo man eigentlich nicht drin sein will. So, dann kann es passieren, dass man besonders mit dem Käse ein Thema hat.
Das Brot steht für die Grundbedürfnisse. Unser tägliches Brot gib uns heute, aber bitte nicht mehr. Ja, das sind die Menschen, die vielleicht über Generationen so gelebt haben. Ich bin bedürfnislos. Ich brauche nur das Grundlegende. Wo stammen die meistens her? Aus der klerikalen Ecke. Die dürfen nichts haben, die dürfen nicht fordern. Und wenn dann eine Allergie oder eine Ablehnung, wenn Brot nicht gut tut, dann will dieser Mensch raus aus diesem Bedürfnislosen und möchte sich etwas mehr Luxus gönnen. Hat aber noch das starke Verbot, der darf es nicht. Weil die Generationen vorher haben es ja auch nicht getan. Und um in der Familie dazuzugehören, ist das für mich ganz schwer zu sagen, ich mache es eben anders. Meistens ist das Gefühl, ich gehöre nicht mehr dazu, wenn ich was anderes mache, sehr stark. Und das ist das Grundproblem eigentlich der Allergie. Ja, aus einer Gemeinschaft raus dürfen und trotzdem dazugehören. Also etwas anders machen dürfen und trotzdem dazugehören. Wissen Sie, was die Grundlage dazu ist? Toleranz. Die müssen wir öfter mal üben. So, dann haben wir Kuchen und Gebäck. Das ist das etwas luxuriösere Brot. Ja? Also wenn ich ein bisschen mehr erlaube, dann kann das sein, dass ich mir das etwas versüßtes Brot hole. Ist aber auch noch nicht das völlige Freiheitsgefühl, ich darf das tun, was ich für mich will. Dann haben wir das Thema Obst. Wer von Ihnen mag kein Obst? So, das heißt, Sie wollen keinen Erfolg. Das Obst ist letztendlich das Ergebnis einer Blüte mit Fruchtbildung. Und wenn man sagt, blühen darf ich zwar, also ich darf Erfolg haben, ich darf schön sein, aber ich darf mir nicht das Ergebnis davon holen. Ich muss damit zufrieden sein, dass ich mich entfalten darf, aber den Gewinn, den Erfolg davon, den darf ich nicht haben. Der hat Probleme mit dem Obst. Natürlich hat jedes Obst noch eine Bedeutung. Ich habe Ihnen mal die Kiwi mitgebracht. Die Kiwi steht für das Thema sich erden wollen. Wenn ich also keine Kiwi mag, dann möchte ich gerne Friede, Freude, Eierkuchen und ein bisschen nicht mit dem harten Leben mich nicht auseinandersetzen. Ja? Also alle, die mit der Kiwi ein Problem haben, haben dieses Thema. Das Gemüse steht für die Lebenslust. Ja? Junges Gemüse, sagt man im Sprachgebrauch. So, und dann haben wir das Schöne, der Kohl. Rotkohl oder Weißkohl. So, da liegen die Blätter wie Löffelchen liegen. Da ist eine Notfamilie. Also ein Kohlkopf ist wie eine Notfamilie. Der eine legt sich eng an den anderen, damit ihm nichts Böses passiert. So, dann wird er geerntet, bevor der reif ist. Und den essen wir dann. Und dann furzen etliche Leute rum. Wissen Sie warum? Weil das Ganze noch nicht in den Entwicklungsprozess sich entwickeln durfte. Das war ein tolles Deutsch. In die Entfaltung sich entwickeln durfte. Weil was macht ein Kohl, wenn er reif ist? Wenn man ihn so lange stehen lässt, bis er reif ist? Er platzt auf. Ja, wie heißt der Fachausdruck? Mir fällt er auch gerade nicht ein. Also er entfaltet sich, die Blätter gehen auseinander und das ist die Symbolik für das Individualisieren. Wer also auf Kohl, egal welchen, negativ reagiert, ich meine jetzt keinen zweibeinigen, der hat sich selbst die Entfaltung, die Individualisierung noch nicht gegönnt oder glaubt, dass er im Familienzusammenhang diese Entfaltung nicht machen darf. Dann haben wir die Salate, die symbolisieren das Funktionieren der Gemeinschaft unterschiedlicher Individuen. Aber die sind verrupft. Da ist das Thema Folter. Es tut mir weh, man geht böse mit mir um, steckt dahinter. Also ein Gemüse oder ein Salat, der verrupft ist, da steckt ein Lebenskampf dahinter. Also wer ganz, ganz viel Salat essen möchte, der unterstellt einen Lebenskampf in seinem Leben. Dann haben wir den Kaffee.
Der Kaffee steht für das Thema Schuldgefühl. Und zwar Schuldgefühl mir selbst gegenüber. So, jetzt verrate ich Ihnen mal was. Wenn ich, sagen wir mal, ganz viel in der Praxis, wenn ganz viel los ist, dann kann es sein, dass es so vielleicht gegen Ende, dass ich dann richtig Lust auf Kaffee kriege. Wissen Sie, was ich da tue? Dann arbeite ich über mein Lustgefühl hinweg, weil ich bin sehr, sehr, sehr bienenhaft, sehr pflichtbewusst. Und dann trinke ich einen Kaffee und dann kann ich das länger aushalten. Aber eigentlich habe ich mich in dem Augenblick verraten. Meine Lust auf Kaffee hat mir klipp und klar gesagt, jetzt überzieh dich nicht, jetzt ist eigentlich Schluss, jetzt hast du keine Lust mehr, jetzt solltest du aufhören. Geht natürlich manchmal nicht. Kommen wir zum Rotwein. Der Rotwein steht für die sinnliche Lebensfreude. Mein Vater hat schon meinem Bruder erzählt, wenn du eine Frau ins Bett kriegen willst, dann gib ihr Rotwein. Ja? Deswegen konnte ich den Rotwein sehr schnell entschlüsseln. Das hatte ich noch gut in Erinnerung. So, und der Weißwein steht für die intellektuelle Lebensfreude. Also man kann mit einem Gläschen Rotwein kann man wunderbar diskutieren. Ja, haben Sie die Erfahrung auch schon mal gemacht? Gut. So, das Bier ist viel Schaum um nichts. Es steht für die zwanglosere, lockere Gemeinschaft. Im Übrigen trägt das Bier ganz viel weibliche Hormone. Deswegen haben die Jungs, die viel Bier trinken, oftmals so einen Brustansatz. Also Lockerheit, die Verbindung zwischen männlich-weiblich zeigen und einfach damit ganz locker und freundlich umgehen. Das ist Bier. Wenig Tiefgang, aber bitte jetzt unbewertet gemeint. Dann haben wir überhaupt das Thema Alkohol. Das heißt, dass der Zugang zu dem inneren, wirklichen Gefühl fehlt. Wenn Leute Alkohol zu sich nehmen, wie werden die dann emotionaler? Haben die sehr viel Aggressionen in ihrem Leben erlebt und dürfen die, wenn sie sich kontrollieren, nicht rauslassen, dann werden die grantig, dann werden die sauer, dann werden die unter Alkohol vielleicht sogar gewalttätig. Und wenn jemand das Leben zu ernst nimmt und zu engstirnig denkt, der könnte auch bei Alkohol ziemlich locker werden und sagen, Leben ist doch ein Spiel. Ja, das wäre vielleicht sogar ein heller Augenblick, der durch Alkohol entstehen kann. Also Alkohol ist das Thema der Öffnung der Gefühlswelt und vor allen Dingen das Thema, ich stelle andere Menschen, ich stelle mein Gegenüber auf ein Podest. Die Menschen, die Alkoholiker werden, die haben das Gefühl, sie sind nichts wert. Andere Menschen sind viel mehr wert und deswegen müssen die unter Alkohol stehen, um überhaupt mit den anderen kommunizieren zu können. Und wir gewöhnen uns ja an diese Position, deswegen brauchen wir dann immer mehr, um mit den anderen auf gleicher Ebene kommunizieren zu können. Ich habe etliche Alkoholiker, die heute keine Alkoholiker mehr sind und die können locker Alkohol trinken. Ja, wenn die ihr Selbstwertgefühl so weit aufgebaut haben, dass sie sich als Individualität akzeptieren. Ich weiß, dass das jetzt etwas riskant war, was ich erzählt habe. Bitte nicht ohne weiteres zur Nachahmung empfohlen, aber ich kann in meinen Seminaren kann ich es gerne zeigen, wie es geht. In diesem Falle wollte ich Ihnen erstmal ein Dankeschön fürs Zuhören sagen und ich bin natürlich gerne noch einen kleinen Augenblick da, um Ihnen ein paar Fragen zu beantworten, wenn noch welche da sind. Danke.